Willkommen zum Frequent Traveler TV Weekend Update Woche 2. Die zweite Woche im Januar 2021 hat auch einige Überraschungen parat gehabt. Die neueste Entwicklung ist die Diskussion über die Bevorzugung von Reisenden mit Impfung oder über Standard-Covid-19-Erkrankungen. Diesen soll zum Beispiel die Quarantäne oder bei Tests die Rückkehr erspart werden. Allerdings alles noch in der Diskussion. Also es bleibt spannend, was da kommen wird, ob es da eine Bürgergeschichte gibt oder nicht. Dann des Weiteren ist der Start mit 25% bei der TUI eingestiegen. Singapore Airlines hat den Status verlängert und Milestone Rewards eingeführt. Kennen wir doch irgendwoher, ne? Bei Hilton gibt es das doch zum Beispiel oder auch bei Hyatt. Ja, und Qantas hat auch gesagt, nachdem man die Kunden nur noch als geimpfte Passagiere sehen möchte, dass man ab 1. Juli wieder international fliegen will. Man ist international jetzt geflogen, aber das waren alles sogenannte Repatriierungsflüge, die von der Regierung quasi gebucht worden sind. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann seht ihr die Informationen unten in den Links auf YouTube entweder oder wenn ihr das auf Facebook schaut, dann seht ihr auch hier den YouTube-Link nochmal in den Shownotes, wo ihr dann auch nochmal den ganzen Beitrag sehen könnt und nicht nur das Intro. Ja, in der heutigen Ausgabe sind unter anderem folgende Themen: Hilton Status Match und Challenge. Qatar Airways darf wieder durch den GCC Luftraum fliegen. 82% der Deutschen wollen bei verpflichtender Quarantäne nicht fliegen. Und natürlich den Deal der Woche. Ja, also wie ich schon sagte, alle Informationen mit dem Links findet ihr auf YouTube und in den Shownotes, also unten. Und natürlich für alle, die den Link auch gesehen haben heute, vor einmal, wo ich das geschrieben habe, aber auch, wo der Kollege mich gelobt hat, danke nochmal dafür. Es ist so, wenn ihr von unserem Wissen profitieren wollt, dann könnt ihr ein mindestens 30-minütiges, auf euch zugeschnittenes Punkte-Meilen Status-Coaching buchen. Nach dem Call bekommt ihr auch ein Jahr Zugang zu der Facebook-Gruppe für den VIP-Stammtisch. Ja, 60 Euro kostet das. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes. Ja, jetzt kommt wie immer natürlich, und das wisst ihr, das Intro. Ja, hatte ich ja schon gesagt, es geht weiter mit Hilton. Hilton Honors Status Match, Dank Challenge zum Gold. Oder wer sogar weitergehen möchte, kann sogar den Diamond Status haben. Und der Status gilt bei Hyatt bis Februar immer, aber bei Hilton sogar bis März. Also bis März 2023 mit dem Hilton Status Match. Oder es ist eigentlich auch eine Challenge. Kann man den Gold-Status bekommen und dann auch den Diamond-Status. Und wenn man den Status irgendwo anders hat, und das ist ganz, ganz wichtig, also das heißt, ich hatte heute auch schon die Frage von jemandem bekommen, geht das auch, wenn ich einen Hilton-Gold-Status habe? Nee, das geht nicht. Da kannst du also nicht die verkürzte Dauer nehmen. Und vor allem auch, es muss ein anderes Programm sein. Das heißt also, ich werde euch gleich auch nochmal Beispiele nennen. Und da werdet ihr aufgefordert, bei Hilton das einzureichen und ihr bekommt dann 90 Tage probeweise den Hilton Gold Status. Ein direkter Match zum Diamond ist zwar nicht wirklich vorgesehen im Moment, aber es gibt halt wirklich da einen Fast Track. Das heißt also, in 10 bzw. 18 Übernachtungen innerhalb von 90 Tagen, dann erhält man den Gold-Status oder halt, wenn man die 18 Nächte macht, kriegt man auch den Diamond-Status bis zum 31. März 2023. Und wie geht das? Ja, wie ich schon sagte, ihr müsst einfach eine E-Mail schicken. E-Mail-Adresse schreibe ich euch auch unten in die Shownotes rein, beziehungsweise sogar einen Link. Und da müsst ihr dann alle Daten eingeben, Name, E-Mail, Hilton Honors Nummer. Dann müsst ihr noch einen Nachweis geben von eurem Status, den ihr woanders habt in einem anderen Programm. Und was auch wichtig ist, man muss die Übernachtung nachweisen. Ja, also man muss da einen Screenshot mitschicken, den man dann über die Status-Match-Webseite in Form eines Fotos oder halt diese Screenshots hochlädt. Aber wichtig ist halt ganz einfach, dass es auch in einem akzeptablen Format ist und die bevorzugen die JPEG. Ja, und das heißt auf der Webseite: Acceptable Forms of Status Validation include a screenshot of your current and active account status. Acceptable Forms of Stay Validation include a screenshot of your recent reservation or hotel receipt. Redacting any personal information other than your name and membership number. We accept JPEG files only. Also, da seht ihr es. Und please do not send us any personal information including your phone number, address, social security number, date of birth, bla bla bla. Also, man möchte da halt in keine Schwulitäten bekommen.
Und erfahrungsgemäß gibt es dann auch eine Antwort innerhalb der nächsten paar Tage per E-Mail. Und ihr könnt mit der Status-Challenge beginnen. Ihr seht das meistens daran, dass das Konto auch schon direkt auf Gold umgestellt worden ist, weil ihr ja vorher keinen anderen Status hattet. Also das ist ganz wichtig. Man kann das nur machen, wenn man Neumitglied ist. Ich würde euch auch eine Sache noch raten. Macht es wirklich erst dann, wenn ihr auch diese 90 Tage beginnen lassen wollt. Weil was nützt es euch, wenn ihr jetzt keine Übernachtung geplant habt und dann sagt, hey, in den nächsten 90 Tagen, 18 Nächte sind lang. Also das ist ein Problem. Und dann wird der Status-Match angenommen und ihr erhaltet halt wirklich ab dann sofort diese 90 Tage. Und deshalb müsst ihr einfach gucken, dass ihr das nicht ja, sinnlos macht, weil es geht auch immer so once in a lifetime. Es gibt da zwar noch ein paar Tricks, dass man das nochmal öfter machen kann, aber wie gesagt, das sollte auch immer nur Last Resort sein. Und dann müsst ihr 10 Übernachtungen absolvieren und dann bekommt ihr auch den Goldstatus bis zum März 2023. Und der gilt dann wirklich unabhängig vom Zeitpunkt, wann der Match gemacht worden ist. Wer innerhalb dieser 19 Tage sogar 18 Nächte schafft, erhält sogar den Diamond-Status. Und dieser gilt auch, ja, 31. März 2023. Und den Ablauf habe ich euch ja schon beschrieben. Dann können wir auch nochmal schauen, was die Voraussetzungen sind. Das heißt also, ihr müsst wirklich einen Status bei einem anderen Programm halten. Und die Vorteile des Status soll ich euch nochmal kurz erklären. Ich gehe mal kurz drauf ein. Es ist halt ab Gold schon so, dass man ein Frühstück mit einem Gast weiter, der mit einem auf dem Zimmer ist, bekommt oder die Punkte und dann auch ein Zimmer-Upgrade. In einigen Hotels gibt es sogar Lounge-Zugang. Beim Diamond-Status ist dieses dann wirklich dann auch direkt inkludiert, sowohl die Punkte als auch der Lounge-Zugang und auch das Frühstück und es gibt mehr Punkte. Aber abgesehen davon jetzt wirklich, welche anderen Vorteile ihr habt, ist halt wirklich der Executive-Lounge-Zugang in meinen Augen. Und wie immer wisst ihr ja, ihr kriegt ja je US-Dollar-Umsatz ohne Steuern 10 Punkte. Und da gibt es halt wirklich einige Programme, aus denen ihr kommen könnt. IHG, Spirecard zum Beispiel oder aber aus der Marriott Bonvoy-Geschichte. Da könnt ihr von der Gold-, von der Platin-Karte kommen. Das sind interessante Geschichten. Und es gibt sogar auch welche, die ihn bekommen haben, weil sie bei Hyatt den Globalist haben. Kleiner Hinweis noch, es gibt noch 4 Pakete für den Hyatt Globalist. Also nicht vergessen, ihr könnt das auch, wenn ihr wollt, schneller bekommen. Ja, also wer Fragen dazu hat, sich gerne bei mir melden. Die nächste News kommt aus dem Bereich der Fluggesellschaften oder Flugzeughersteller und das ist Boeing. Die müssen Milliarden an Strafzahlungen geben, weil das US-Justizministerium, schwieriges Wort, US-Justizministerium, in USA hat gesagt, sie müssen halt 2,5 Milliarden US-Dollar Strafe zahlen. Warum? Ganz einfach, weil man damit sich ein Strafverfahren wegen Betrugs und Vertuschung ja, aus dem Weg räumt. Und der Flugzeugbauer hat nicht nur bei der 737 MAX wirklich viel Mist gebaut, sondern hat viel zu früh das Ding auf den Markt gebracht, hat durch die niedrigen Kosten die Sicherheit einfach ja, mit Füßen getreten. Und diese Betrugs- und Vertuschungsgeschichte ist natürlich ein Problem, vor allem weil die 2 Flugzeuge abgestürzt sind, sowohl in Indonesien und in Äthiopien. Ja, auch der Untersuchungsbericht des US-Senats hat da Boeing ja echt ein Problem bereitet, weil sie halt ihre Kultur da etwas problematisch hatten. Was ich spannend fand, war auch, dass man jetzt gerade noch versucht hat, die FAA bei der Wiederzulassung wieder so ein bisschen zu betuppen bei den Simulator-Tests, dass man die MCAS-Geschichten, ja, ich sag jetzt mal atypisch den Piloten näher gebracht hat, indem man einfach gesagt hat, direkt ausschalten, nicht vergessen. Und dann sind sie erst in den Simulator gegangen. Das ist alles sehr, sehr problematisch. Ich hoffe einfach, dass Boeing daraus lernt. 2,5 Milliarden klingt für den einen nicht viel, aber für die ist es schon in dieser gebeutelten Lage richtig viel Geld. Aber das Flugzeug fliegt ja wieder in Brasilien, in den USA, in Europa auch bald wieder. Und was wichtig ist, ist, von den 2,5 Milliarden gehen 500 Millionen an die Hinterbliebenen, was die Leute natürlich leider nicht zurückbringt. Aber ihr wisst ja, etwas lindert es dann schon. Ja, die 737 MAX kommt hoffentlich jetzt aus den Schlagzeilen heraus. Die nächste Schlagzeile, die ich spannend fand diese Woche, war, dass Qatar Airways wieder den Luftraum in Saudi-Arabien benutzen darf und in den anderen GCC-Ländern. Also das sind die
Anliegerländer, das heißt UAE zum Beispiel, Vereinigte Arabische Emirate, die haben ja mit Saudi-Arabien, Bahrain und Ägypten zusammen den Luftraum für Qatar Airways gesperrt. Und das ist jetzt wieder aufgehoben worden. Es gab da ein Urteil vor dem Welthandelsgerichtshof, glaube ich, heißt das richtig. Und deshalb darf man wieder die Flugzeuge durch deren Luftraum bringen, weil es halt unverhältnismäßig war. Und was ist der Vorteil? Ganz einfach, ich glaube, über die ganze Flotte sind das sogar 25 Minuten pro Flug, die wieder gespart werden. Das ist doch eine super Geschichte in meinen Augen. Also das ist schon mal gut. Und der erste Flug war übrigens QR1365, Doha nach Johannesburg am Abend des 7. Januar. Das war also vorgestern. Dann gibt es noch eine neue Fluggesellschaft. Indische Flybig hat den Erstflug absorbiert. Die neue indische Airline hat am 3. Januar 2021 mit einer ATR-72 von Indore nach Ahmedabad, das war in Indien im Norden, schätze ich, weiß nicht, ja, pakistanischen Namen, also beziehungsweise islamischen Namen, also Norden, absolviert. Und es gibt dann weitere Strecken, die in Indien dazukommen. Und es gibt auch nochmal eine News aus Indien. Eigentlich eine News, die ich sehr spannend finde. Warum? Vistara, eine Fluggesellschaft, die ich eigentlich vom Logo her sehr mag, auch vom Farbschema her mag, auf den Bildern leider nur kenne, habe sie nie in irgendeiner Art und Weise ausprobieren können, aber die gibt es auch erst seit 2013, sie sind in Delhi gegründet worden, ist eine Full-Service-Fluggesellschaft, ist mittlerweile auch die beste im Land, hat auch bei Skytrax, ich weiß, Lufthansa auch 5 Sterne, die haben aber auch bei TripAdvisor 5 Sterne, also das heißt, die Vistara-Jungs. Warum ist das nicht ungewöhnlich? Ganz einfach deshalb, weil das ein Joint Venture ist. Das Joint Venture ist zwischen den Tata Sons oder so weiter, also der Firma, der größten Firma in Indien und Singapore Airlines. Und sie haben jeweils einen CEO und einen COO aus Singapore Airlines Beständen. Und wer die Flugzeuge sich anguckt, wird auch im Interior sehen, sie haben sehr viele Teile aus der Singapur-Sitztechnologie hätte ich fast übernommen. Und wer sich für die Flotte interessiert, da gibt es für euch auch nochmal eine kurze Information. A320, A320 Neo, 321 Neo haben sie 36 Stück, haben noch 39 320er Neo bestellt, 4 A321er Neos, haben 737-800er, 7 Stück. Und jetzt kommt's, und damit kommen sie nämlich nach Frankfurt. Und das ist das, was das Wichtige ist. Ab dem 18. Februar, so ist es richtig, mit 2787-9 mit 4 Stück noch bestellt, werden diese Nonstop-Flüge von Delhi nach Frankfurt zurück aufgenommen. 2x pro Woche. Und man fliegt immer am Donnerstag und am Samstag. Delhi-Frankfurt mit der UK, das ist die Kennung für Vistara, 25 um 3.30 Uhr, um 7.55 Uhr in Frankfurt. Und dann geht es wieder zurück mit der UK 26 um 12.40 Uhr und ist dann um 50 Minuten nach Mitternacht wieder zurück in Delhi an Bord einer 787-9. 299 Passagiere. Die teilen sich ganz einfach auf in 30 Business-Class-Sitze, 21 Premium-Economy und 248 Economy-Sitze. Ja, das ist wie bei Singapore Airlines, habe ich ja schon gesagt. Weiter geht's auch mit My Emirates Pass. Ja, wer kennt das nicht? My Emirates Pass, ich habe es öfters genutzt. In Dubai gab es damit dann auch immer wieder Rabatte. Das ist ja etwas ausgelaufen. Jetzt soll es wieder geben. In über 450 Geschäften, Restaurants und Freizeitanrichtungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es zwischen dem 1. Januar und dem 30. September, wer nach Dubai fliegt, diese Rabattmöglichkeit. Man muss nur die Bordkarte mitnehmen und zeigen und dann gibt es diesen Rabatt. Also sehr coole Geschichte. Hotel, ja, Marriott eröffnet St. Regis in Kairo. Ja, St. Regis ist ein Hotel, was ich mag, noch aus Starwood-Zeiten, super Hotel. Hoffe ich, dass das nicht zu sehr versaubeutelt wird, weiter bei Marriott in der Gruppe. Und das Hotel liegt direkt am Ufer des Nils, mitten in Kairo und ist eine Kategorie 5 Hotel. Und bei diesem Kategorie 5 oder 5, weiß gar nicht, warum ich Englisch spreche, Kategorie 5 Hotel gibt es 35.000 Punkte, wenn man eine Freinacht haben möchte. Dann umgekehrt, man muss 35.000 Punkte bezahlen, wenn man eine Freinacht haben möchte. Und das halte ich ja für sensationell. Also schaut euch das mal an. Das Hotel sieht auf den Bildern jedenfalls super aus. Dann gibt es etwas, was wesentlich näher ist. Das ist IHG eröffnet ein Voco-Hotel. Ja, Voco, V-O-C-O, ist die Kette in Straßburg. Das ist von der International oder Intercontinental Hotels Group, kurz IHG, ein Hotel, eine Marke, die sie da eröffnen.
Und das Hotel heißt ganz genau Voco Strasbourg Center, The Garden, ja, ein bisschen französisch. Ja, ja, diese 2018 gegründete Marke mit Hotels in England, Australien, Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien ist in meinen Augen interessant. Vor allem, weil es eine gehobene Marke von IHG ist. Und man möchte da, ja, Sie sagen auf der eigenen Webseite, True Hospitality bieten, was das auch immer ist. Also, ja, ein wirklich wahrlicher Gastgeber zu sein. Und sie möchten zuverlässig genug sein, um sich darauf verlassen zu können. Ich weiß jetzt nicht, was bei den anderen nicht zuverlässig ist. Und das andere, was auf der Website noch zusätzlich steht, ist, aber anders genug, um Spaß zu haben. Also wie gesagt, eine lustige Marke. Ich bin mal gespannt. Ich würde das mal ausprobieren. Vielleicht ergibt sich das ja mal, wenn ich eine Reise in die Gegend habe. Und dann geht es auch direkt, das sage ich euch auch nochmal. Die haben 15 Hotels offen im Moment, 4678 Zimmer und last but not least 23 Hotels in der Pipeline. Und dieses Hotel hat 120 Zimmer, Premium-Übernachtung kostet 30.000 Punkte. Also, jetzt habe ich euch aber alles gesagt, ich habe auch hoffentlich nichts vergessen. Jetzt kommen wir zu einer traurigen Nachricht für alle Freunde von American Express. Ja, viele haben es schon gesehen, die Punkte von den American Express Membership Rewards, wenn man sie zu Singapore Airlines Chris Flyer rübergeschwubbelt hat, gab es von 5 Punkten bei American Express 40, das ist so eine 80% Ratio. Und nun sind es eine 3 zu 2, was 66 ist. Also andersrum gerechnet, vorher gab es 80.000 Punkte, jetzt gibt es nur noch 66.000 Punkte. Schade, 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 dass Amex das nicht vorher gesagt hat. Am 5. war es einfach im System eingespielt. Man will natürlich vermeiden, dass es in irgendeiner Art und Weise ausgenutzt ist. Warum haben sie es gemacht? Ja, sie sagen, die Punkte bei Singapore Airlines sind teurer geworden, für sie müssten sie jetzt Geld sparen. Also haben sie sich dazu entschlossen, dass man da eine Abwertung macht. Schade, weil man hat wirklich sehr, sehr gutes Geld gekriegt für die Amex-Punkte und damit dann auch in der First Class fliegen können. Und nun gehen wir direkt weiter zu den allgemeinen Nachrichten diese Woche. Corona-Schnelltest auch am Flughafen Weeze. Also wer in Weeze abfliegt, kann nun in Kooperation mit dem Unternehmen Ripkens Training einen Corona-Schnelltest ausprobieren. Und zwar handelt es sich da nicht um, nein, kein Nasebrökeln. Es ist ein Spucktest und kostet 45 Euro und soll in 15 Minuten einen Ergebnis bringen. Ja, wer jetzt fragt, also wer sich jetzt fragt, was ist das mit dieser IATA-Umfrage und 82% der Deutschen reisen nicht, wenn sie deshalb in Quarantäne müssen. Ja, die IATA hat diese Umfrage gemacht und hat bei 82% der Deutschen festgestellt, wenn sie, weil sie fliegen oder verreisen, in eine Quarantäne müssen, dann würden sie das nicht tun. Und die IATA zieht natürlich daraus direkt die Konsequenz, das ist der Grund, warum sich der Flugverkehr nicht erholt. Ich denke, in der Mitte liegt die Wahrheit. Also auf der einen Seite denke ich, dass Testen wichtig ist, aber ihr werdet ja selber da schauen, was eure Meinung zu ist. Ja, auch diesmal wieder ein Update vom Robert-Koch-Institut. Die hat die Liste der weltweiten Risikogebiete aktualisiert und damit sind neue Risikogebiete, die Färöer-Inseln als Risikogebiet, Frankreich, Gesamt-Frankreich ist jetzt, also Continental-Frankreich ist ein Risikogebiet, Irland ist komplett ein Risikogebiet. Norwegen ist auch die Provinz Rogaland und Trøndelag ein Risikogebiet. Portugal inklusive der autonomen Region Madeira als Risikogebiet. Und es gibt natürlich einen Lichtblick, das ist in Finnland, da ist die Region Päijät-Häme, ist in Finnland kein Risikogebiet mehr. Also insofern, hey, das haben wir doch geschafft. Schauen wir mal. Und wo ihr drauf wartet, das ist auch mal der letzte Punkt mitunter hier, das ist der Deal der Woche. Der Deal der Woche ist in meinen Augen zweigleisig. Einmal muss ich erwähnen, die Lufthansa Sales ab Dublin, die sind super interessant, da solltet ihr euer Augenmerk drauf richten. Und das andere, es gibt noch Partner Sales, ein paar Tage läuft es noch, und zwar einmal aus den Niederlanden heraus, zum Beispiel nach Singapur oder aber dann auch aus Frankreich heraus. Man kann mit dem Bus von Straßburg oder von Paris mit dem Flugzeug aus nach Frankfurt oder nach Zürich fliegen und dann weiter in die Welt. Alles First Class oder Business Class Specials, die ihr buchen könnt. Und dann noch ein kleiner Werbehinweis. Ich habe unten nochmal den Link gemacht, das habe ich auch in der Einleitung gesagt. Bucht doch einfach diesen Kurs, dann kommt ihr auch in die Gruppe rein. Da sind alle Deals, da poste ich jeden Tag mindestens ein oder zwei Deals und Themen. Also insofern, das ist etwas, was interessant für euch sein könnte. Und ihr bekommt natürlich vorher noch eine halbe Stunde eine kostenlose
mindestens halbe Stunde kostenlose Statusberatung. Denn ihr wisst ja immer, mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status, das ist das, wofür ich stehe. Also, danke, dass ihr heute dabei wart beim Frequent Traveler TV in der Weekend Update Ausgabe der Woche 2. Bei Fragen, Sorgen, Ängsten und Nöten schreibt unten einfach in die Kommentarspalte rein. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.